Let's play. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest. Wir befinden uns gerade im Tal des Windes und laufen hier ein bisschen amok. Man merkt das schon. Und ich bin ein bisschen ängstlich, was... Oh Gott! Was passiert hier? Was war das? Achso, ich dachte, das wäre ein Hund. Sah aus wie so ein Hund. Er ist gestorben. Wodurch ist er gestorben? Merkwürdige Ereignisse, Freunde, passieren hier. Wir laufen aber anscheinend richtig. So glaube ich zumindest. Da ist ein Hebel. Gut, komm. Dude. Na gut. Hat zwar ein bisschen Schaden genommen, aber was soll's. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ansonsten weiß ich nicht, was wir gerade hier tun. Na toll, da werde ich sogar noch getroffen, ey. Ah, da kommen wir nicht vorbei. Ah, ich verreck hier gleich schon, ey. Ja, wir stellen all unser Leben wieder her. Herrlich. So habe ich es mir vorgestellt, Freunde. So habe ich es mir vorgestellt. Okay, da unten geht es anscheinend lang. Hätte ich wahrscheinlich auch machen können. Habe ich aber gedacht, nö. Naja, das Leben lassen wir erstmal da liegen. Man weiß ja nie wozu. Das sieht auffällig aus, ne? Wozu sollten wir es einbrechen lassen können? Naja, egal. Wieder ein bisschen Erfahrung. Kann nicht schaden. Was zum Teufel machen wir hier? Ich verstehe das nicht. Ist das richtig? Ist das falsch? Ich glaube, das ist falsch. Ich meine, der Vogel hat den Weg versperrt, ne? Das wissen wir ja. Aber das ist nicht der Weg, wo der Vogel war. Wobei er, der Vogel stand allgemein im Weg, glaube ich. Ach, das ist unser Speicherding, ne? Speichern wir kurz und dann gehen wir wieder runter. Mana könnten wir nicht mitnehmen, ne? Mana ist immer eine gute Idee. Das ist der richtige Weg. Hey. Der Eingang zu den Elendsruinen. Dies ist der Ort, den die Gumon Heimat nennen. Um ihn zu betreten, müssen wir zunächst das Gumon-Siegel finden und dazu den Nebelfrost durchqueren. Also sind wir hier richtig, Tal des Windes. Nein! Wir sind falsch. Wir sind einfach falsch. Das wäre richtig gewesen, aber jetzt noch nicht. Es ist zu früh. Tja, kann passieren. Was ist da unten? Ach so. Ach cool, Abkürzung. Toll. Tolle Abkürzung, Zero. Hast du was ganz Feines überlegt, du? Na gut, gehen wir zurück. Haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Aber zumindest haben wir das Rätsel schon gelöst. Hoffentlich kommen wir auch irgendwie wieder zurück. Vollidiot. Ist einfach krepiert. Ah, wir kommen easy zurück. Haha. Alles voller Deppen. Die Stacheln habe ich gesehen. Die auch. Waren wir da rechts? Da rechts waren wir auch. Da war Speicherpunkt, ne? Naja, alle Rätsel quasi umsonst gelöst.
Aber nur quasi, also es war ja nicht ganz umsonst. Wir werden ja später nochmal herkommen und dann haben wir es einfacher. Das ist das Gute daran. Denn das Gute daran ist immer das Gute darin, ne, Freunde? So sehe ich das immer. Das Mana. Dankeschön. Und da waren Stacheln, die mir 3 Leben abgezockt haben. Na toll, noch mehr. Ist nicht wahr, ne? Es ist echt nicht wahr. Ah, manchmal bin ich ein Idiot, Freunde. Manchmal bin ich ein ganz großer Idiot. Wir sollten echt wieder öfters abspeichern. Manchmal speichere ich echt viel ab und manchmal speichere ich gar nicht ab. Das ist ganz seltsam. Ich bin ganz schön seltsam, glaube ich. Na, Dude. Krepierst du gleich wieder von alleine? Ja. Das tut er ja immer so gerne. Von alleine krepieren. Aber merkt, umso öfter ich einen Gang gehe, umso leichter ist es für mich. Was natürlich logisch ist irgendwo. Schade, ich dachte, ich kann da runter. Ah, ich hasse dich. Ganz ehrlich, ich hasse euch alle. Ah, jetzt geht das wieder los, ey. Aber das kann doch nicht sein. Naja, diesmal habe ich abgespeichert, Freunde. Diesmal habe ich abgespeichert. Vielleicht an der falschen Stelle, aber... Okay. Komm, töte mich einfach. Töte mich. Ich will mein Leben behalten. Er zieht mir 6 Leben ab, dieser Affe, ne? Das ist unglaublich. Wären wir jetzt nicht durch die Gegend gezogen und hätten Leben gesammelt, dann wäre richtig am Arsch gewesen. Jedes Mal diese Stacheln. Jedes Mal. So, ein bisschen schneller gedrückt und schon sind wir oben. Okay. Ja, ich weiß, ihr seid Assis. So, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Au! Na komm. Okay, zumindest etwas geschafft. Ja, wie soll ich denn wieder hochkommen? Ich kann nur da runter. Und da ist dieser Flock im Weg. Da ist einfach so ein Flock im Weg, da komme ich nicht durch. Wollt ihr mich verarschen? Na komm, das muss funktionieren. Och man, das ist doch nicht euer Ernst. Ich muss da hoch. Ich kann aber nicht hoch. Ich fühle mich ein bisschen verarscht vom Spiel. Ich fühle mich echt ein bisschen verarscht. Ne, dann landen wir ja wieder hier, ne? Wir gucken mal, ob wir... Na, wir kommen da hinten nicht durch, das weiß ich. Ich weiß, dass wir da hinten nicht durchkommen. Au. Ja, ihr seid scheiße, ich weiß. Aber da hinten kommen wir einfach nicht durch.
Hier ist dieser dämliche Flock im Weg. Hä? Ah. Hm. Ja. Ja. Ha, ha, ha. Ah, da war der Serum mal wieder sehr schlau. Ach, Mann. Ich gehe bestimmt diesen Weg nicht hoch. Das könnt ihr mal richtig vergessen. Bin doch schon einmal richtig lange dran verreckt. So einfach geht das. So einfach geht das. So, du kannst dich auch verpissen. Los, verpiss euch alle. Ich mag euch nicht mehr. Ihr seid stressig. Au. Wollen wir da unbedingt lang gehen? Das ist so ein Speicherding, ne? Da kriegen wir Leben zurück. Ja, ist ja gut. Hör auf zu explodieren. Okay. Alles wird gut, wir haben es geschafft. Wir haben doch das Kartenstück. Hier ist nichts, ne? Na gut. Wolltest du mal getestet haben. Dass wir einfach rotzenfrech die Feder von der benutzen, ne? Oh nein, oh nein. Aber mir fehlt die Karte hier, ne? Ohne Karte kann ich hier nicht viel anfangen. Ah, Feinde in der Nähe. Fühl mich wie ein Fallout, ey. Huch. Die verhüllte Laterne. Diese geheimnisvolle Dunst dringt aus ihrem Stamm. Wenn wir eine Möglichkeit finden, sie zu entzünden, wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet. Was soll das Ding denn entzünden? Hm, gehen wir erstmal weiter und gucken mal. Was? Wo bin ich denn? Ich kam da nicht mehr raus. Scheiße, ey. Ich muss das Ding wieder entzünden irgendwie. Aber wie? Da ist eine Flamme. Hm. Ich verstehe das nicht. Wir gehen einfach weiter ohne entzünden. Ich meine, irgendwie müssen wir da irgendwie dran vorbeikommen. Oder irgendwas. Irgendwas wird da schon funktionieren, Freunde. Au. Hä? Gut, ich brauche deine Hilfe, komm. Dankeschön. Holy. I hate you. Ist ja nicht so, als hätte ich drauf gedrückt, ne?
Na toll, ich komm. Trotzdem gehen. Ja, komm, ich sterbe einfach. So. Nö, dann lasse ich mich gar nicht drauf ein. Ich lasse mich gar nicht so eine Scheiße drauf ein. Wir ziehen das hier souverän durch oder gar nicht. Ha! Naja, halbwegs souverän haben wir es durchgezogen. Dude, ich brauch dich. Sorry, ich hab dich weggeschubst. Dude? Dude? Au. Naja, zumindest kommt er jetzt. Ich hasse diesen Schuss von dem Typen, ne? Nein, das ist... Das ist doch nicht dein goddamn Ernst, oder? Ich muss viel mehr abspeichern. Ich denk da nie dran. Komm. Komm, mein Freund. Ah, ich kann hier gar nicht abspeichern, ne? Stimmt, da war ja was. Ich hasse dich. Du stirbst mir nicht weg, Dude. Ich brauch dich hier auf jeden Fall ganz dringend. Okay, gespeichert ist. Leben verloren habe ich auch. Das ist wunderschön. Ja, selbst wenn ich Leben verloren habe. Und wenn schon. Oh. Da waren Stacheln, Freunde. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Vielleicht hat es jemand nicht gesehen, so wie ich. Naja. Komm, krepier einfach. Krepier einfach. Krepier einfach. Stirb. Au, au. Was zum? Wie hat er das denn angestellt? Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, komm. Ah, ich bin einfach nur doof. Okay. Ein bisschen in Luft schweben, ne? Das kann ich gut. Luft schweben kann ich gut. Das ist sowas wie nichts tun. Nichts tun bin ich ein Champion. Einfach nur oben halten. Oh ja. Shit. Okay, wie kommen wir jetzt hier durch? Ah, so. Wir gehen wieder hoch. Das war mir doch ein bisschen zu gefährlich. Wir haben ein Teil gefunden. Au! Okay. Merken, da nicht hingehen. Alter. Wie hat sich der Ort verändert, ne? Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Der ist irgendwie heller geworden. Ups. Nee, das ist ein anderer Ort jetzt. Er hat sich verändert. Wieso verändert er sich? Ach, ich dachte, das wären Laternen, die ich benutzen kann. Ah. Kommt doch nicht hoch. Dankeschön. Teilen sich einfach auf die Schweine. Wie ist er jetzt gestorben? Ich habe keine Ahnung. Eine Fähigkeitszelle. Okay.
wird hier. Wo bin ich? Ich habe hier keine Karte und ich habe den Nebelfrost zu 92% abgeschlossen. Ach, da unten geht's. Da unten ist ein Gang. Da unten ist ein Gang. Verstehe ich. Ich verstehe das einfach nicht. Hä? Au, was war. Was zum Teufel ist hier los? Vom Nebel in die Irre geleitet, verliert sie sich im Wald. Ach nee, wie soll ich jetzt nochmal abgespeichert? Ich weiß es nicht. Der Nebel verwirrt mich also ein bisschen, ja? Achso, hier sind keine Stacheln. Ich dachte, hier wären Stacheln gewesen. Was ist hier los? Da unten ist irgendwas. Artus Fackel. Hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Ja, bitte. Ganz, ganz, ganz viel bitte. Das ist mir zu verwirrend hier. Aber wie komme ich da jetzt runter? Der Baumstamm sieht hier schon ein bisschen seltsam aus. Das hat nichts damit zu tun. Nein, was ist jetzt passiert? Oh, dieser Wald, ne? Hier oben ist schon mal nichts. Bis dann. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Okay, wir benutzen unseren Fallschirm schon mal nicht. Ach Gott, nein, wir müssen wieder nach rechts gehen. Ich brech ins Essen. So. Ja, hey, da unten ist etwas. Guck mal, wunderschön. Hey. Ja, ich weiß Bescheid. Nehmen wir uns mal das Mana. Und beenden mit dem Mana diese sehr verwirrende Folge. Oh mein Gott, was war da los? Ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Ich wusste nicht, wo wir lang wir sollten. Ich wusste nicht, ob wir irgendwo lang sollten. Ob das jetzt die Wahrheit war oder nicht. Oder wo ich. Was war hier los? Oh mein Gott. Jedenfalls, wir sind 183 Mal gestorben. 64% haben wir bereits. Und uns fehlen nur noch zwei Fähigkeiten. Tatsächlich war das eine ein Fallschirm. Genauso wie ich dachte. Ich frage nur, was das nächste ist: das Klettern. Aber ich meine, wir können klettern. Wahrscheinlich können wir uns festhalten demnächst. Wir können uns an Wänden festhalten, Freunde. Höchstwahrscheinlich. Ob wir das wirklich können, finden wir wohl die nächsten Folgen heraus. Haut rein, euer Zero. Tschüss.